Nein! Du Sau, Alter! Mann! Was ist hier los? Kannst du auch mal einhalten? Oh nein! Nein! Gülle! Wo soll ich unterschreiben? Servus Freunde, wir sind die Freekickers und ich bin im schönen Kölle. Ich habe heute eine Challenge vorbereitet gegen Luca Kilian und Köbis im Tor. Luca, wir schauen uns mal kurz deine FIFA-Karte an. Gerade deine Verteidigungswerte stechen auf jeden Fall heraus. Defensivbewusstsein, faire Zweikämpfe, Grätsche, Sprintgeschwindigkeit und Stärke sind auf jeden Fall ja, deine absoluten Top-Werte. Und deswegen machen wir heute auch eine 1 gegen 1 Challenge. Wir schauen von 30 mal 1 gegen 1 gegen Luca. Wie oft komme ich vorbei? Das Ding ist, selbst wenn ich vorbeikomme, habe ich immer noch ihn als Endgegner, bevor ich das Tor treffe. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch gefällt das. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Jungs, habt ihr noch irgendwas? Nee. Alles klar, dann starten wir. Viel Spaß. Ey, eine Prediction abzugeben ist so schwierig. Ich bin Offensivspieler, Luca Defensivspieler. Das Ding ist, ich vierte Liga und er erste Liga. Ja, ich denke schon, dass er als Stürmer, ist ja auch Regionalligaspieler, dass er da schon einiges drauf hat auf jeden Fall. Ich denke mal, er wird von 30, wird er vielleicht 8, 9 Abschlüsse kriegen. Und wie viel er reinmacht, vielleicht 3, 4, denke ich mal. Aber ich bin gespannt. Ja, komm, erster Versuch. Ich bin bereit. Okay. Oh nein! Ey, das darf doch nicht wahr sein. Wie der Tigges, Alter. Durch die Beine der Erste direkt. Ne? Soll ich meine Prediction nochmal umstellen? Nein. Erster Versuch, kann auch ein bisschen Glück dabei gewesen sein. Scheiße! Ah, gut, Kevin, spielst du mit. Torwart ist auf jeden Fall auch da. Bisschen zu weit vorgelegt. Kleinen Körperschwerpunkt, mag ich nicht. Jungs, es läuft. Ich bin von 3 Angriffen das zweite Mal vorbeigekommen. Hab mein zweites Tor. Let's go! Digga, ich mach nur noch den rechten jetzt zu, Alter. Alter. Schwache Seite habe ich rausgefunden. Jetzt fallen nur noch Tore. Ey, 3 Dinger. Ey, das dachte ich ja. Was ist hier los? Okay, komm. Ey, guck mal, na komm, Alter. Das darf doch nicht wahr sein, wirklich. Luca, die Grätsche muss kommen. Okay, 5 Stück haben wir, ne? Ey, ich stehe mein Gelbe, das darf doch nicht machen. Ey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Gülle! Wo soll ich unterschreiben? Ey, das darf nicht wahr. Ich hab keine Chance. Aber kannst du auch mal einhalten? Warum spielst du nicht bei uns? Du triffst doch jedes Mal nur das Eck. Ja. Schlecht. Festgedribbelt, man kennt's. In den Infight, also Körper an Körper, darf ich mit Luca auf keinen Fall kommen. Da ist er viel zu stark. Okay. Ach, 2, meine Damen und Herren. Wenn das so weitergeht, Power lässt nach. Boah, fuck. Einfach Elastico versucht. Du musst mich einfach anders stellen, glaube ich. Das, wenn man zu übermütig wird. Ja. Ja, gut, Köbis. Ha! Aufholjagd. Scheiße. Ich bin dann voll auf den Rechten wieder gegangen. Ha ja, scheiße. 9, 5, 1 oder mal kurz Pause, okay? Perfekt, passt mir gut.
Ah, gelesen. Gelesen. Also ich habe eigentlich hier mit zwei Gegnern gerechnet, aber der dritte Gegner ist auf jeden Fall das Wetter. Puh. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mit zwei oder drei gerechnet. Max, 9 Tore nach 15 1 gegen 1. Ich bin brutal zufrieden. Digga, macht's richtig gut, ne? Ich höre, manche Spieler in der Bundesliga machen das nicht so gut. Weitere Prognose, ich sag mal, wir haben jetzt die Hälfte und man wird ja auch nicht fitter, ne? Deswegen, also wenn ich noch 5 mache, das wäre schon brutal. Was habe ich vorher gesagt? 8 bis 9? Mal kommt er vorbei? Ja. Da müsste ich jetzt jedes 1 gegen 1 gewinnen, ne? Challenge up to you. Komm, jetzt du auch, jetzt musst du mich auch mal retten. Ja. Den musst du haben, ja! Den hast du! Scheiße. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber am Anfang hat er mich links zugemacht und dann bin ich oft rechts vorbeigekommen. Jetzt macht er mich, bietet er mir quasi rechts an. Das ist mega kacke. Versuch mal links. Hä? Oh! Oh, keine Zeit geben zum Überlegen. Ja, ich habe schon gesagt, die Kamera, der hat irgendwas vor. Einfach überrascht, der ist einfach komplett auf mich drauf. Hui. Du Sau, Alter! Mann! Du Wichser! Geht auf Bein hier. Das nimmt ja Ausmaße an. 10-9 für Luca. Ich muss mir jetzt straffen. Ah! Ich muss ihn doch nur drüber chippen! Da habe ich dich eigentlich kurz gehabt, oder? Du hast mich gehabt. Ich war von der schon Seite weg. Her? Ich war schon weg, ich musste irgendwie versuchen. Mann. Wenn du ihn drüber lupfst, ja, genau, keine Chance. Eigentlich. Weil du keine lässt Chance. Das Bein stehen. Ja, keine Chance. Wie ist das, wenn jemand Übersteiger gegen dich macht? Ja. Kriegt der dich damit oder ist das mehr so, dass du versuchst, das auszublenden? Ich versuche eigentlich immer auf den Ball zu gucken. So, natürlich kann man so die Bewegungen des Gegners nie immer so ganz ausschließen, aber ich versuche immer auf den Ball zu gucken und dann ihn eigentlich lieber tendenziell jetzt eher auf seinen schwachen Fuß, ja. Ist ja bei dir der linke. Das hast du am Anfang nicht gemacht. Das habe ich am Anfang nicht gemacht, so, weil ich muss auch erstmal ein bisschen gucken. So. Ja, genau. Und ja, ich habe ja auch keine Infos über dich, keine Ahnung, was du genau wie machst. Ja, und aber interessant. Lasse ich dich lieber auf deinen schwachen, weil vielleicht hält er dann auch mal ein. Vielleicht hält er dann auch mal ein. Ja. Wenn du ihn auf rechts hast, dann klingelt es halt immer, ne? So, deswegen. Hör ich da schon Kritik im eigenen Team auf? Nein, nein, du bist super, Junge, super. 12-9. Ja, scheiße, ich muss echt nachbüsten. Ja! Da bist du doch direkt. Ja, feierst du mich? Ja. Machst du gut. Da ist der Winkel dann irgendwann so spitz. Ich habe echt stark angefangen und stark nachgelassen. Wobei Luca hat sich auch gesteigert, muss ich sagen. 13-9. Jetzt strappen. Wach werden. Oh nein! Nein! Du weißt, was ich versucht habe, ne? Ja. Ich habe einfach nur Kotscher versucht. Und ich war so versteinert, dass du es wirklich versucht hast. Ich dachte so, was macht der denn jetzt? Ich mache noch den hier vorher. Und im Anschluss kommt einfach nur Kotscher. Ich hab's zweistellig. Aber auch verdient, für den Mut hast du es hier verdient. 14-10, noch 6 Stück, komm. Oh nein, Kunde! Geil, gut, Felix. Manchmal muss auch die Picke herhalten. Ich habe auch nicht mit der Picke gerechnet. Manchmal muss auch die Picke herhalten. 14-11. 14-11. Die letzte Sieg ist noch drin, ne? Ja. Ey, ich wollte dir gar kein Bein geben. Du wolltest rechts vorbei, links rechts vorbei und links vorbeigehen. Ich habe echt so ein Gefälle, ne? Ich habe so stark angefangen und jetzt so. 15-11. Hey. Das ist halt wirklich brutal, wenn du auf mich zugesprintet kommst und ich quasi noch bei der Ballannahme bin.
Ich wollte auch mal was anderes einbauen, ein anderes Mittel. Solange du deine Stollen nicht in meinem Kniegelenk hast, ist mir alles recht. 16-11. Drei noch. Ja! Ey, wenn ich den fester schieße, ist der drin. Drin ist drin. Das ist noch nicht mal, weil ich dich ficken will. Ich weiß. Das ist einfach, weil ich mir denke, aus ich muss irgendwann mal was anderes machen. Ja. Nein. 18-12. Echt? Sind wir durch? Wir sind durch. Geil, hat Spaß gemacht. Scheiße. Nach starken Anfangsphase, aber hat richtig Bock gemacht. Boah. Spaß gemacht. So, Freunde, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen aus der Puste. Ich muss sagen, hätte mir vorher jemand gesagt, dass ich 12 Dinger erstmal dir vorbeikomme und bei dir dann reinmache, hätte ich das sofort unterschrieben. Ich bin echt zufrieden. Du hast dich auch gesteigert. Du hast am Ende, du sagst selbst, du musst erstmal warm werden mit mir auch als Stürmer, ja, und mich irgendwann stellen und wissen, wie du quasi anläufst. Ne? Ja, genau. Das ist immer ganz hilfreich. Und vor allem, wenn der Felix natürlich viel Platz hat, dann ist es natürlich nicht immer ganz einfach. Ich wusste jetzt auch nicht, dass er so eine starke rechte Klebe hat, dass da jeder, der da auf dem rechten liegt, drin ist. Deswegen eher den zugestellt und dann lief es auch ein bisschen besser. Zum Glück, ja, habe ich das auch noch gedreht, das Ding. Hättest du ihn angeschrien im Spiel? Oder bist du zufrieden? Ja, definitiv. Hättest du ihn angeschrien? Aber ich glaube, im richtigen Spiel kriegt er dann auch nochmal ein anderes Coaching und hat nochmal ein bisschen andere Spannung. Das, was du auch gerade sagst, ne? Für mich auf jeden Fall brutal, das Ganze mal auszuprobieren. Ich glaube auch für euch sehr interessant. Vielen Dank auf jeden Fall an den FC, dass wir das Ganze hier machen durften. Bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt sportlich und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.